Stadtteil von München. Ne? Ganz genau. Aber es geht ja an und für sich, die großen Schweinereien unter Anführungszeichen passieren ja im Verborgenen, wenn eben Politiker, die bestimmte Ämter, Positionen eben bekleiden, dann diese Position ausnutzen und im Interessenskonflikt zum Interesse der Bürger, die sie eigentlich vertreten sollten, eben dann ihre in ganz unverschämter Art und Weise ihre Eigeninteressen vertreten. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Ihrer Rolle als kritische Bürgerin. Ich glaube, in erster Linie sehen Sie sich auch so. Ja. Erinnern Sie sich, wenn Sie an den Moment, an dem Sie sich zum ersten Mal, sagen wir mal, sehr kritisch über das System geäußert haben, was ist da passiert und unter welchen Umständen ist das damals passiert? Was würden Sie als Ihr, sagen wir mal, Outing als kritische Bürgerin einschätzen? Ja, das war damals der Fall Milcom, wo ich eigentlich wirklich die Jungfrau zum Kinde zu dem Fall gekommen bin, damals als Anwältin, und wo ich ganz unvermittelt in der vollen Vehemenz und in der gesamten Bandbreite das System Südtirol inklusive Justiz kennengelernt habe. Also das hätte mir ein bisschen zurück, ja. Ich glaube, das war mich auch ein emblematischer Fall, der leider jetzt schon ein bisschen auch wieder in Vergessenheit gerät, aber schälen Sie mal die wesentlichen Elemente dieses Falls heraus. Ja, wie Sie wissen, ist das Genossenschaftswesen in Südtirol natürlich ein ganz wesentlicher, ein zentraler Punkt, keine Frage, und das Genossenschaftswesen an und für sich etwas sehr Positives und so weiter. Wir haben die Milchgenossenschaften sind in Südtirol eine der größten Genossenschaften, und die größte Milchgenossenschaft ist ja die Milcom, wenn nicht überhaupt die größte landwirtschaftliche Genossenschaft mit damals, glaube ich, waren es 4.500 also praktisch Genossenschaftsmitglieder. Und die haben sich plötzlich in einer Situation gesehen, dass ein Teil des Geschäftsbetriebes dieser Genossenschaft, ich möchte vorausschicken, dass eine Genossenschaft auch basierend auf den Artikel 45 der Verfassung keine privatwirtschaftliche Spekulationsgeschäfte machen kann. Also Gewinnausschüttungen, beziehungsweise eine Genossenschaft muss im Interesse der Genossenschaftsmitglieder arbeiten. Eine Genossenschaft ist auch ganz wesentlich steuerlich begünstigt. Ja, im Vergleich zu anderen Unternehmen zahlen Genossenschaften ja weitaus weniger Steuern. Genossenschaften bekommen auch ganz großzügig Beiträge. Also im Vergleich zu anderen Unternehmen eben kriegen sie weitaus mehr Beiträge. Und das hat eben den Grund darin, dass sich eben, jetzt werden wir auf eine Beispiel Milchgenossenschaft zurückkommen, sich eben eine Gruppe von Bauern zusammenschließt, und anstatt dass jeder selber die Milch, die er melkt, verarbeitet und dann auf den Markt bringt, eben mit Ausnahme vom Milchmelken diese Milch abliefert, und den Rest macht dann die Genossenschaft. Und damit eben im Verbund sollten im Idealfall die Bauern dann besser abschneiden. Dass es nicht immer so ist, das ist auch Realität, und es sind sehr viele Bauern, die schon wieder versuchen, anderweitig Vermarktungswege zu finden, aber das ist jetzt ein anderes Thema, wollte ich nur in dazu sagen, weil eben diese Idealwelt oft eben nicht so realisiert wird, weil es eben Genossenschaftsstrukturen gibt, und da sind die Bauern, die natürlich auch keine entsprechende Ausbildung oft haben, oft auch überfordert. Sie sehen sich da mit irgendwelchen Genossenschaftsfunktionären konfrontiert, und die sind in Südtirol SVB besetzt, keine Frage. Also bei uns ist das Genossenschaftswesen eine jener Strukturen, über die sich die SVB natürlich ihr Wahlvolk ganz extrem praktisch zügelt und hält. Und was ist in dem konkreten Fall der Milcom passiert? Wie Sie vielleicht wissen, Milcom ist aus einem Zusammenschluss von der Mila und von der Senni, also Mila Bozen und Senni Brunneck entstanden. Die haben über Jahrzehnte einen Kundenstock aufgebaut und irgendwann
ist ein Projekt gestartet worden und man hat einen ganzen Geschäftsbereich, einen Betrieb aus der Milcom ausgegliedert in eine Kapitalgesellschaft, in ein Privatunternehmen, in die Gastrofesch. Und siehe da, der damalige Geschäftsführer der Milcom hat die Hälfte, also dieses Privatunternehmens, also 50% der Beteiligung an dieser Kapitalgesellschaft, so praktisch geschenkt bekommen. Ne? Und das ist etwas natürlich, was absolut rechtswidrig ist, widerspricht also, wiederhole es nochmals, bereits die Verfassung sieht eben dieses Prinzip des Spekulationsverbots vor, weil eben der Gesetzgeber sagt, wenn ich die Genossenschaften fördere, dann muss es aber dort dann bleiben. Also sonst wäre es natürlich einfach, machen wir alle eine Genossenschaft, genießen wir alle die steuerlichen Vorteile und Beiträge und danach gehen wir ausgliedern und machen dann und teilen es uns die Filetstücke. Die Filetstücke und so weiter. Und da haben sich, das haben natürlich eine Reihe von Bauern, haben das verstanden, dass das nicht in Ordnung ist. Vor allem haben sie sich natürlich auch zu Recht aufgeregt. Wie ist es möglich, dass ein Geschäftsführer, der plötzlich jetzt 50% Partner ist von der großen Genossenschaft, möchte jetzt dazu fügen, ich meine, das ist leider nur ein Beispiel von einer ganzen Reihe von solchen Fällen in Südtirol, wo eben ehemalige Geschäftsführer auch von öffentlichen Unternehmen, kommen dann später auf Brennerkom zu reden, plötzlich dann Gesellschafter sind, ja, dieser Struktur. Und da haben sich dann Bauern dagegen gewehrt, haben sich an mich gewandt und an und für sich wäre das rechtlich ziemlich klar gewesen. Nur zwischen Recht haben und Recht bekommen, war speziell in Südtirol, zur damaligen Zeit, möchte ich betonen. Wieso betone ich zur damaligen Zeit? Das Problem der domestizierten Justiz, wie ich es damals im EU-Wahlkampf genannt habe, habe, glaube ich, so richtig zum ersten Mal ich aufs Parkett gebracht. Und ich habe das damals, war mir die Entscheidung, als mich der Sepp Kustatscher ganz eigentlich 2 Monate vor den EU-Wahlen angerufen hat, um mich zu fragen, ob ich Lust hätte, für die Europaparlamentswahlen zu kandidieren, kam eigentlich ganz instinktiv aus dem Bauch heraus, weil mir in dem Moment bewusst war, dass ich dadurch eine Plattform habe, um wichtige Themen aufs Parkett zu bringen und Themen, die ich am Fall Milcom, und dann bin ich dann aufmerksamer geworden, weil ich ja damals durch meine Tätigkeit an und für sich eigentlich fast ausschließlich mit dem Ausland zu tun hatte und deshalb so, was die Südtiroler, sagen wir mal so, Schweinereien anbelangt und so weiter, glücklicherweise nicht konfrontiert war und es mich deshalb bis damals nicht aufgeregt hat. Aber an dem konkreten Fall habe ich das plötzlich in der ganzen Intensität erlebt und habe dann natürlich dann auch damit begonnen zu beschäftigen. Aber jetzt nochmal auf das Thema Milcom zurückkommen. Ich habe damals eben, haben wir versucht, gerichtlich vorzugehen und da sind Dinge passiert, die waren einfach haarsträubend. Ich habe das damals auch im EU-Wahlkampf in aller Deutlichkeit erklärt. Möchte daran erinnern, dass damals die Finanzwache in einem sehr schwerwiegenden Ermittlungsprotokoll also wirklich kriminelle Machenschaften ausfindig gemacht hat und 9 Tage nachdem dieses Protokoll durch die Finanzwache hinterlegt worden war, sind die Anzeigen der Bauern von der Staatsanwaltschaft archiviert worden. Das ist etwas, eine sehr unrühmliche Angelegenheit, die mich, das war der erste Fall, den ich erlebt habe, dann in meiner Tätigkeit als Anwältin von Minderheitsaktionären der Athesia konnte ich dann andere Situationen erleben, wo ich wirklich feststellen musste, dass zumindest ein Teil, ich spreche immer davon, ein Teil der Justiz, es gibt natürlich viele Mitglieder des Justizapparats in Südtirol, die natürlich in absoluter Professionalität und mit sicher den besten Vorsätzen ihren Job machen. Fehler kann jeder machen, sie machen ich, machen sie,
Aber es geht darum, ob man schon die richtige Einstellung zu etwas hat. Ob man sich von einigen wichtigen Herren in seiner Tätigkeit leiten lässt. Und das darf es auch im Justizapparat nicht geben. Weil die Geschichte zeigt uns eigentlich, was es bedeutet, wenn Justiz nicht unabhängig ist.